Dank, du schöne Fichte. Beim Ernten immer aufpassen, hier sind so kleine Spitzen dran, ja, die Dornen, dass euch da nicht verletzt. Vielen Dank. Hi, der Schlimmergemeine hier. Heute mache ich mir mal einen schönen kleinen Tee, rein aus der Natur. Und dann habe ich noch eine kleine schöne Geschichte für euch. Das Wasser nehme ich mir sozusagen einfach aus Schnee. So nach und nach einfach ein bisschen schmelzen lassen, das ist zack weg. Und dann warten wir, bis es heiß ist. Wenn es jetzt schon mal eine gute Temperatur hat, gebe ich auch gleich meine vorhin gesammelten Fichtennadeln hinein und meine Brombeerblätter. Ich hatte sie vorher noch ein bisschen im Schnee abgewaschen gehabt. Damit ich nachher nicht so viele Schwebstoffe drin habe. So, der Tee kann ruhig ein bisschen kochen, nicht zu viel, aber ein bisschen schon, weil dann lösen sich erst so die Stoffe aus den Blättern und vor allem aus den Tannennadeln. So, der Tee ist fertig und ich habe euch ja eine kleine Geschichte versprochen. Und zwar bin ich hier an den Rauenstein. Und das ist bei uns hier so eine alte, vermutlich auch germanische Tinkstätte gewesen. Und man geht auf jeden Fall von einem Opferplatz aus, wenn man hier diverse Einkerbungen gefunden hat, dementsprechend. Und deswegen bin ich dann auch hier öfters mal zur Sommersonnenwende oder zur Wintersonnenwende. Ist auch ein schöner abgeschiedener Platz. Gut, man hört halt zwar immer noch die Straße, wir sind immer noch in Deutschland, leider. Aber vor genau einem halben Jahr, und zwar zur Sommersonnenwende. Lasst euch nicht wundern, das Video kommt natürlich zur Wintersonnenwende und ich bin ein bisschen früher da, ne, ganz klar. Aber vor einem halben Jahr war ich zur Sommersonnenwende hier und hatte da ein interessantes Erlebnis, und zwar eine Wolfsbegegnung. Und davon möchte ich euch jetzt gerne berichten. Denn das ist nun wirklich meine erste gewesen in der freien Natur. Privat hatte ich schon mal ein bisschen mit dem Wolf zu tun gehabt, aber in der freien Natur ist es natürlich noch ein bisschen was anderes. Und da war es auf jeden Fall so gewesen, ich bin hier angekommen und habe erstmal so, noch während ich mit dem Fahrzeug hierher gefahren bin, bin ich an einem Feld vorbeigefahren und habe nur gesehen, wie da irgendwas hoch und runter springt. Ne? So richtig schön aus dem Feld raus, sich zu orientieren und dann wieder rein. Da habe ich schon gedacht, okay, war das jetzt ein Fuchs? Aber nee, für einen Fuchs war das ein bisschen zu groß. Und naja, hat auf jeden Fall noch ein paar Meter gedauert, bis ich dann mein Auto abgestellt habe. Das war nicht mehr weit gewesen. War wirklich nur noch ein paar Meter, so lass es 50 bis 100 Meter gewesen sein. Bis da, wo ich mein Auto abgestellt habe. Auf jeden Fall sehe ich dann mit einmal vor mir, auf dem Weg direkt vor meinem Auto, steht mit einmal dieser Wolf. Habe ich sofort an den Hinterbeinen und alles an der Route und alles erkannt, dass es ein Wolf ist. War ein sehr, sehr interessantes und sehr intensives Erlebnis, weil er mich direkt angeguckt habe. Ich habe ihn direkt angeguckt. Und ja, er ist dann natürlich erstmal auf die Seite in den Wald hinein. Aber gut, ich war natürlich dann erstmal angekommen, bin ausgestiegen, habe meine Sachen gepackt und dachte mir, okay, eine interessante Sache. Bin auf jeden Fall sehr aufmerksam gewesen, weil ich wusste, okay, irgendwo ist ein Wolf. Und bin dann jetzt hier zu den Rauensteinen gegangen. Hab mir abends noch ein kleines Feuerchen gemacht. Mit einem richtig schönen kleinen Feuerschale, hab mir noch mein Musikinstrument mit bereitgelegt. Und eine kleine Opfergabe habe ich mir natürlich auch noch bereitgelegt. Auf jeden Fall, als ich dann hier saß, das Feuer brannte vor mir, hörte ich mit einmal, wie neben mir hier drüben im Wald etwas gejagt wurde. Ja, erstmal hörte ich relativ schnell etwas Leichtes durch den Wald gehen. Ich vermute mal ein Reh. Und dann hörte ich hinterher
direkt nach dem Reh relativ schwere, also richtig, richtig kraftvolles Auftreten von etwas, was genauso schnell rannte. Und ich mir dachte, okay, ich weiß, wie es klingt, wenn ein Wolf rennt. Und diese Kraft, die diese Wölfe in den Hinterbeinen generell haben oder generell in den ganzen, im ganzen Körper, ist mit einem Hund nicht wirklich zu vergleichen. Ne? Also die haben wesentlich mehr Power und das hat man gehört. Von daher wusste ich, okay, er ist in der Nähe. Hab dann hier noch meinen Abend verbracht. Bin dann im Dunkeln zu meinem Auto zurück. Und hinter mir ist ein Nadelwald. Und dieser Nadelwald, der, ja, der hatte irgendwas, wie als ob ich daraus beobachtet werde. Ja. Zum einen schrie mit einmal irgendwo ein Reh. Ein Reh hat richtig laut, also so ein Rehbock, ne, diese kräftigen Rehbockschreie. Das hatte ich mit einmal gehört gehabt. Und genau aus diesem Wald. Und ich wusste, okay, irgendwie, weil es konnte gut sein, dass der natürlich geguckt hat, was ist das für ein Typ, was macht er da? Ne? Das kann natürlich gut sein, dass er mir sozusagen erstmal eigentlich gar nicht von der Seite wich. Ich gehe nicht davon aus, dass der hier ansässig ist, weil er war noch ein sehr junger Wolf. Das wirkte für mich wie ein junger Wolf, der auf der Suche nach einem Revier ist, weil der war nicht alt. Ne? Ich vermute mal, schätzungsweise so 2-3 Jahre würde ich jetzt mal schätzen. Bin da jetzt aber nicht so der Wolfsexperte. Aber das war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis und gerade zur Sommersonnenwende, muss ich sagen, alter Schwede, das war wirklich ein Erlebnis, was ich nicht mehr vergessen werde. Ich habe natürlich war auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dieses überhaupt zu erleben. Ich habe die ganze Zeit schon immer gesagt, boah, mein Wolf in echter Natur irgendwo frei leben zu treffen, das wäre es doch. Und naja, ich hatte das Glück, dass er wirklich mir begegnet ist. Von daher, ich habe es als Geschenk zur Sommersonnenwende aufgefasst. Und gerade jetzt, wenn man an so einem Ort hier ist und dann so ein mächtiges, majestätisches Tier vor sich hat oder um sich hat. Ne? Ich habe es ja nur, naja, zweimal kurz gesehen. Das ist schon was Besonderes für mich. Gut, soviel zu meiner Geschichte. Ich werde jetzt hier noch meinen Tee trinken. Wunderbar. Also, wer es noch nicht probiert hat, Fichtennadeltee ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Aber mit Brombeeren nochmal versetzt, das ist auch eine richtige, ja, ich sag mal wieder mit C-Bombe. Ne? Weil da sind so viele gute Inhaltsstoffe drin. Ne? Ach, einfach herrlich, auch dieser Geruch. Das tut gut, vor allem jetzt in der Kälte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Und naja gut, der Tee ist eigentlich Nebensache, aber es ist ein Kochkanal. Ne? Warum soll ich nicht auch einen Tee kochen können, wenn ich eine Geschichte erzähle? Von daher hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Ich beobachte jetzt hier gerade noch, wie der Nebel in die Wälder hineinzieht. Sieht jetzt gerade richtig mystisch und majestätisch aus. Und ich könnte mir richtig vorstellen, da vorne auf dem Hügel taucht jetzt dieser Wolf auf. Ja, ich weiß, ich habe viel Fantasie, aber es ist schön. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall, ne, auch noch ein angenehmes Weihnachtsfest. Bleibt gesund, grüßt eure Lieben und ja, ich genieße meinen Tee und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Flemmergemahne. Ciao.